bei jedem Kind, das in einem Krankenhaus oder einer Praxisordination vorgestellt wird, wird eine Familienanamnese durchgeführt. Das ist sozusagen, das gehört zu dem Prozedere einer Krankheitsfindung. Und je nachdem, wie eine Krankheit weitergegeben wird, ist es wichtig, die Familienanamnese auch deshalb durchzuführen, damit man auch weitere betroffenen Menschen oder Familienmitglieder finden kann, die man dann eventuell auch behandeln kann. Man denkt natürlich bei hämatologischen Symptomen an einer malignen Krankheit wie Leukämie. Deshalb hatte ich auch erwähnt, dass es wichtig ist, dass man diese Symptomatik an einem Zentrum abklären lässt, das auch das aufarbeiten kann oder abklären kann. Andere Krankheiten, die differenzialdiagnostisch in Frage kommen, sind zum Beispiel schwere Infektionen, immunologische Krankheiten oder auch andere lysosomale Speicherkrankheiten wie Morbus Niemann-Pick. Zum Punkt Beschwerdefreiheit muss man sagen, dass durch die Einleitung einer Therapie, wie zum Beispiel Enzymersatztherapie, doch zu einer Beschwerdenerleichterung kommt. Die Symptome verschwinden zum größten Teil. Die Lebergröße geht zurück, die Milzgröße geht zurück, die Knochenschmerzen oder Beinschmerzen gehen zurück. Es kommt seltener zu Knochennekrosen, wo das Knochengewebe sich auflöst. Auf jeden Fall kann man mit der Diagnose Morbus Gaucher in den Urlaub fahren. Auch wenn man eine etablierte Therapie bekommt mit Enzymersatzpräparat, das alle 2 Wochen gegeben wird, kann man in den Urlaub fahren.